meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Meinen letzten Scheinhaul habe ich ungefähr vor einer Woche jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, hochgeladen. Und in der Zwischenzeit ist auch mein zweites Paket angekommen. Ich habe ja erzählt, dass ich zweimal direkt hintereinander bestellt habe, weil ich so schöne Sachen gesehen habe und zum Beispiel bei der einen Bestellung etwas nicht in meiner Größe da war und deshalb musste ich ein bisschen warten und dann habe ich natürlich direkt noch anderen Stuff mitbestellt, weil ab 39 Euro ist die Lieferung dann gratis, das lohnt sich dann schon und jetzt habe ich halt noch ein paar Sachen bekommen, die ich euch gerne zeigen möchte. Kurz zu Shein. Shein ist nicht mehr dieser 0815 China Shop, also da kriegt man wirklich mittlerweile richtig gute Sachen, wenn man ein bisschen auf die Bewertung und alles achtet. Die Größen fallen meistens aus wie die Größen hier in Europa. Also manchmal denkt man ja, die Sachen aus China, die fallen viel kleiner aus. Das ist dann nicht der Fall. Aber wenn ihr dort bestellt, achtet immer auf das Profil von dem Model. Wenn ihr zum Beispiel ein Shirt kaufen wollt, was ein Model anhat, dann steht unten in der Produktbeschreibung, welche Maße das Model hat und welche Größe es trägt. Das ist super hilfreich und hilft mir auch immer, mich wirklich gut orientieren zu können. Der Versand dauert in der Regel 1,5 bis 2 Wochen und mit dem Zoll hatte ich bisher noch keine Probleme. Beim letzten Mal habe ich ja hauptsächlich echt nur so Fashion-Oberteile und so bestellt. Diesmal sind auch ein paar Taschen dabei. Und ich habe jetzt vor, bei meinem nächsten Haul nochmal mehr Schmuck und auch mehr Gürtel und sowas zu bestellen, damit das halt ein bisschen gemischt ist. Aber heute sind auch ein paar coole Anziehsachen dabei und ich würde sagen, ich starte direkt mit der ersten Sache. Ja, das ist die erste Tasche, die dabei ist. Ich zeige euch das mal. So sieht die von Namen aus. Mit so einer Goldkette als Band. Also man kann die entweder so länger tragen oder halt direkt so über die Schulter. Echt ganz schön. Also ich finde die richtig cool. Die hat hier so einen Verschluss. Wenn man den so dreht, kann man die Tasche aufmachen. Der passt jetzt nicht besonders viel rein, aber für ein Handy, so Schlüssel und kleines Portemonnaie reicht das auf jeden Fall. Ich mache das jetzt diesmal so, dass ich euch die Sachen nicht direkt so danach zeige. Also ich zeige nicht eine Sache und zeige dann, wie es getragen aussieht. Ich zeige euch jetzt erstmal alles und dann hinterher nacheinander, wie ich das auch kombinieren würde. Weil ich habe hier ein paar Sachen, die passen richtig gut zusammen und die zeige ich euch dann auch natürlich direkt zusammen. Die Tasche hat 8,50 Euro gekostet. Dann habe ich hier als nächstes eine Jeans-Shorts in Größe S für 12,75 Euro. So sieht die aus. Ich finde, die ist für S noch echt relativ groß. Vielleicht hätte ich auch XS nehmen sollen, aber die probieren wir gleich mal an. Ich hatte die Sachen ja bisher noch nicht an. So, das nächste. Das gab es auch in richtig vielen Farben und das fand ich super schön. Das ist ein T-Shirt-Kleid in Größe S in Weiß. Es gab es in Schwarz, in Bordeaux, in super vielen Farben. Und ja, das ist jetzt ein bisschen lang, um euch das hier im Ganzen zu zeigen, aber ich ziehe es ja auch gleich an und da bin ich super gespannt drauf. Und dieses Kleid kostet 10,20 Euro und ich denke, wenn ich das jetzt auch noch, also wenn mir das gut gefällt, dann hole ich mir das noch in ganz vielen Farben, weil ich finde gerade sowas im Sommer mit Sneakern richtig bequem und voll chillig so. Und dazu habe ich noch nämlich diese Tasche, weil ich habe mir das halt so vorgestellt, dass ich mir die umhänge um das Kleid halt, damit das auch ein bisschen so taillierter ist. Und diese Tasche ist perfekt dafür. Das ist halt voll cool. Die Tasche hat 7,65 Euro gekostet und die ist von der Qualität also richtig gut. Also die fühlt sich überhaupt nicht so billig an. Voll gut. Dann habe ich als nächstes die Sache, auf die ich so lange gewartet habe, also bis sie wieder da ist. Also ich habe extra halt nicht bestellt, weil ich das unbedingt haben wollte. Da muss ich euch auch was zu erzählen. Also das ist auch eher, das ist halt so ein Oberteil, auch was länger mit so Karo-Ärmeln. Das kommt mit so einem Gürtel zum Umschnallen, den ich auch richtig cool finde und den man auch super so cool durch eine Jeans ziehen kann. Ich muss dazu was sagen, es ist so, ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen, auf jeden Fall wissen das schon einige, weil ich das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt habe. Ich war früher das übelste Emo-Girl, wirklich. Also vielleicht mache ich da auch mal ein ganzes Video drüber und erzähle mal so ein bisschen aus meiner früheren Zeit. Auf jeden Fall war ich übelst das Emo-Girl und wenn ich solche Sachen sehe, ich liebe es einfach immer noch, so Sachen zu tragen und das erinnert mich immer an diese schöne Zeit zurück oder auch mein Iron Maiden Shirt, das wirft mich immer so ein paar Jahre zurück und ich genieße das so voll, mich da noch ein bisschen auszuleben und auch dann halt immer noch so rumzulaufen. Ich mag das super gerne, weil das für mich auch nicht irgendwie so ist, dass ich da so denke, oh mein Gott, wie sahst du früher aus? Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mehr so rumlaufen, aber das war für mich die beste Zeit. Ich habe so ein krasses
Selbstbewusstsein dadurch entwickelt, weil das ist natürlich auch meistens nicht so gut angekommen, wie ich rumgelaufen bin, leider. Das wird ja meistens nicht so akzeptiert. Aber das hat mich einfach so stark gemacht und keine Ahnung, das ist einfach, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das für mich so das Beste, was mir hätte passieren können, weil das mich wirklich zu dem Mensch gemacht hat, der ich jetzt bin. Ich bin wirklich, keine Ahnung, und immer auch wenn ich so kleine Emo-Girls oder Emo-Boys auf der Straße sehe, mein Herz geht sofort auf. Und passend dazu habe ich auch noch diesen Chokey. Choker, ich sage immer Chokey. Ein Choker, das ist halt, wie mache ich den denn? Oh. Ein Halsband sozusagen. Das ist natürlich dann so ein bisschen so ein krasserer Style, aber ich finde das richtig cool. Ich stehe voll auf sowas. Und richtig kombiniert mit dem Shirt oder so. Kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt auch direkt mal die Sachen an. Und dann gucken wir uns das Ganze direkt mal an. So Leute, das ist das T-Shirt-Kleid. Ich habe das direkt mal mit so ein paar coolen Sneakern kombiniert. Und ich finde das richtig chillig. Ich glaube, ich hole mir das noch in ganz vielen Farben. Im Sommer und so ist sowas halt richtig chillig. Und ich mag das total gerne. Was hast du, Schatz? Sieht mega aus. Oder? Steht dir auch, hast du nie gehabt sowas, ne? Das Problem ist, ich bin jetzt echt noch relativ weiß, aber wenn man so richtig geil braun ist... Das geht noch. Aber das gibt's auch in schwarz oder so. Ich glaube, ich hole mir das mal in ein paar bunten Farben, weil ich mag das richtig gerne. Echt jetzt? Ja, wirklich. Richtig cool. Freust du dich? Ich freue mich. Bis jetzt hatte ich echt nichts dabei, was irgendwie blöd war. Auch nicht beim letzten Haul, oder? Nö, fand ich auch. Cool. Ja, erfolgreich. Und das ist halt auch die Tasche direkt dazu. Die kann man halt zu allen möglichen tragen. Die kann man ja theoretisch auch durch die Hose machen. Aber ich finde gerade hier, ich kann die auch mal abmachen, damit ihr sehen würdet, wie das Kleid ohne aussieht. Das ist dann halt, es geht auch so, ist auch chillig, aber ich finde halt sowas... Ja, da fehlt was. Ja, das muss so tailliert sein. Weil so sieht das ein bisschen aus, als hätte ich einfach so ein Shirt von dir oder so an. Ja, ja. Du kannst aber auch, viele haben ja diesen... Industrial-Gürtel da. Ja, den habe ich ja auch. Hast du den auch? Ja, für das Shirt, den ziehe ich damit. Echt? Yes. Würde auch gehen, also diese mit dieser dicken Schnalle. Ja, ja. Ich finde, da gehört was drüber. Ja, auf jeden Fall, sonst sieht das halt ein bisschen sehr so Schabernzug-mäßig aus. Ja, aber geht. So, das ist die Hot Pants. Ich habe die auch übrigens mit einem Shirt kombiniert, was ich in meinem ersten Shine-Haul, also bei dem letzten, gezeigt habe. Das ist auch richtig cool, das passt voll gut zusammen. Wenn ihr euch für dieses Shirt interessiert, dann guck mal in dem letzten Haul, der ist ja auch wie gesagt unten verlinkt. Aber die Hose, die hätte echt eine Nummer kleiner sein können. Von vorne finde ich die richtig geil. Die sieht richtig schön aus, aber die macht halt so einen Kackpo. Ich sehe aus, als hätte ich gar keinen. Ich habe jetzt nicht den größten Hintern, aber da ist echt, das geht einfach nur gerade runter, ne? Wieso? Ich ist okay. Ja, überhaupt kein. Also ist jetzt kein Fehl, ist kein Fehleinkauf. Weil das Ding ist, man sieht ja die Pobacken, mein Po ist hier und die Taschen sind hier und das sind ja, ja, sowas muss man halt manchmal vor Ort anziehen, aber war auf jeden Fall ein Versuch wert und so für ich Terrasse oder so. Schlecht. Nein, ich finde das cool. Ich finde die auch richtig gut. Also an sich, ich hätte wahrscheinlich XS nehmen können, weil ich muss den Gürtel richtig eng machen und hier ist noch relativ viel Platz. Aber mit Gürtel geht's und ich trage meine Hosen eh immer mit Gürtel, von daher alles gut. Was sagst du, wie gefällt dir die? Ist okay so, ne? Ja, auch das Outfit finde ich cool so. Ja, auch ganz entspannt. Geilo. So, ich habe jetzt hier die Tasche mal noch mit dazu genommen. Das ist so eine Tasche, die kann man eigentlich zu jedem Outfit tragen. Also entweder was schicker oder echt auch so chillig. Das geht halt voll klar, oder Schatz? Also lies mal, was da drauf steht. Ja, das ist französisch. Und Goyave Marseille. Keine Ahnung. aber die geht auf jeden Fall zu allem so fit. So, auf jeden Fall, das ist das Outfit mit dem Gürtel, das Oberteil. Ich habe noch die Hotpants drunter angelassen. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass man die so ein bisschen sieht. Weiße Sneaker habe ich dazu angezogen. Und den Chokey. Choker. Ich sage immer, wegen uns sage ich immer Chokey. Chokey. Wenn wir Chokey sagen, das heißt ja Choker. Ich finde es richtig cool. Und du? Stylisch. Stylisch, ne? Hat was. Ist ein Hingucker. Ja, auf jeden Fall. Mal was anderes. Was gefällt dir jetzt von den drei Outfits am besten? Von den heutigen? Das Kleid, das mit der Hotpants oder das hier? Ich finde eigentlich alle Outfits cool. Das erste war halt echt so, was man immer anziehen, immer anziehen kann und schnell jeden Tag. Aber das finde ich so außergewöhnlich.
Finde ich auch cool. Auch für so Fotos und so, für den Feed, sieht das richtig geil aus. Mega. So, das waren die Sachen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Mich würde mal super interessieren, was euch zum Beispiel davon am besten gefallen hat. Wenn euch solche Scheinvideos gefallen, schaut mal ein paar Wochen zurück oder in die Infobox, da verlinke ich euch das Video von meinem letzten Scheinhaul, wo auch wirklich richtig viele Sachen dabei waren. Das war jetzt eher so ein kleiner Mini-Haul, aber es kommt jetzt bald auch noch einer. Ich habe schon wieder meinen Einkaufskorb voll auf Schein, von daher. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr auf meinem Instagram und auf meinem TikTok-Profil mal vorbeischaut. Beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da versorge ich euch auch regelmäßig mit schicken Fotos und Videos. Ja, das war es soweit von mir. Danke, dass ihr dieses Video geschaut habt und ciao, bis zum nächsten Mal, hoffentlich.